Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Mythisch Plus. Heute mal wieder im Dungeon Hallen der Söhne auf M-Plus Stufe 26 unterwegs. Und zwar mit den besten Slotklassen sozusagen. Braumeister, Mönch, Heiligpriester, Zerstörungshexenmeister, Belebensjäger und ich als Schmutzklasse Feuermagier. Und unterbrechen wir hier gleich mal den zweiten auf Stern. Den ersten nimmt nämlich hier der Mönch. Der zweite ist mein Kick, habe ich mal reingekickt. Und dann geht es hier schon rein in die Zeitkrümmung. Einäschern, Intelligenzport, Trinket benutzt. Und es geht rein. Das Problem ist nur, mein Fehler ist hier, ich habe hier den verkommenen Vernichter im Visier. Ich sollte vermutlich den Splitter von Halkias im Visier haben, damit ich da zumindest auf den meine Feuerschläge und meine Phönixflammen drauf mache, statt auf den Caster. Aber gut, so ist es dann halt. Absolut am Reinböllern hier. Der Zerstörungshexenmeister und der Überlebensjäger, die zerstören komplett alles hier. Und ich bin hinten dran mit meiner miserablen DPS hinterher. Und der Priester geht hier leider hops. Das ist schade. Er ist in dem Engel drinnen. Das war bitter. Mit dem letzten Tick letztendlich. Der Schüler von Halkias wird jetzt sterben. Der erste Tod ist aber trotzdem schon da. Und zwar ist unser Priester leider hops gegangen. Ich verwandle den hier nochmal in dem Schaf schnell, damit unser Priester hier auch durchgehen kann. Das sollte passen. Und hier kann man dann einfach durch die Mitte laufen. Das geht klar. Ja, dann geht's hier weiter rein. Den habe ich mal unterbrochen hier auf entspannt. Und folgende Dungeon-Indikatoren haben wir hier aktiv verstärkt, platzen, stürmisch und verschlüsselt. Und 26er Schlüsselsteine mit Randoms und ohne Voice ist natürlich schon so langsam dann auch irgendwo die Grenze, ja. Vielleicht kann man noch 27er schaffen dann ohne Voice und mit Randomgruppen. Aber sobald du 28er dann wahrscheinlich machst, ist schon vorbei. Selbst 26er sind schon ein bisschen schwierig dann mit Randomgruppen. Da brauchst du schon richtig gute Gamer. Aber das haben wir hier dabei. Und ich werde hier wahrscheinlich auch so ein bisschen schon geboostet, kann man es fast nennen. Weil wenn man sich mal die DPS teilweise anguckt, dann ist es schon wirklich wild, wie viel mehr DPS die machen im Vergleich zu mir. Weil sie halt einfach die besseren Spieler sind. Dann gehen wir hier weiter rein. Töten die hier alle. Nochmal ein Drachenodem hier for fun reingemacht. Ich glaube, der einzige Grund, warum ich hier mit dabei bin bei diesen 26er Schlüsselsteinen, weil sie haben gesucht nach einem Entflucher. Und ich glaube, nur deswegen wurde ich auch eingeladen, weil brauchten die halt einen Entflucher. Die haben keinen, der entfluchen kann. Und ich war dann anscheinend noch so einigermaßen die beste Wahl für diesen Job, was wahrscheinlich Raider.io-Punkte betrifft. Und deswegen wurde ich, glaube ich, nur eingeladen. Ja, ansonsten das Hauen hier kommt und oh mein Gott, ich bin so low HP. Ich muss das hier blocken. Ich hatte einfach viel zu wenig HP. Das Problem ist auch hier, ich habe keine Einäscherung hier direkt ready gehabt zum Pull. Die ist jetzt erst wieder bereit geworden und ja, auf jeden Fall, das war schon ein sehr kritischer Moment. Dieses Hauen macht auch massiven Schaden und gefühlt machten wir auch keinen Schaden auf Twitter von Halkias. Der ist überhaupt nicht am Sterben. Ich bin hier auch schon wieder ein bisschen am Trollen, hab den nicht im Visier. Mach die ganze Zeit meine Feuerschläge und meine Phönixflammen auf den verkommenden Vernichter, was glaube ich nicht gut ist, weil der Schüler von Halkias ist auf jeden Fall Fokus-Target. Der muss sterben, der hat am meisten HP und der ist auch am gefährlichsten gefühlt, weil er dieses Hauen macht. Und nebenbei müssen wir natürlich noch die ganzen Sachen hier unterbrechen, wie zum Beispiel Sünden ansammeln, boshafter Blitz, Fluch der Auslöschung, da kann man mal einen durchgehen lassen, den kann ich im Zweifel einfach entfluchen. Wie gesagt, dafür wurde ich ja eh mitgenommen. Aber ja, jetzt kam hier nochmal ein Hauen gefühlt. Ja, weiß ich nicht. Lebt der vielleicht schon zu lange? Ich weiß es nicht. Ich frage mich auch wirklich, was hier der beste Play ist als Feuermagier. Macht man vielleicht einfach Single-Target-Rote auf den Schulter von Alkias als Feuermagier statt Flammenstöße? Ist vielleicht eh der bessere Spielzug. Oder geht man einfach für die Flammenstöße? Keine Ahnung, ich fühle mich da immer ein bisschen verloren. Und auch hier sieht man, ich habe absolut minus DPS gemacht auf den Splitter von Halkias. Was noch mehr Kacke war gerade, ist, dass ich nochmal einen Eschern gezogen habe. Zum Ende hin bei 6% HP oder so. Und jetzt habe ich einen Eschern für eine Minute wieder nicht bereit. Und jetzt kommt wahrscheinlich der nächste Big Pull, wo ich absolut null Schaden machen werde. Weil ich quasi getrollt habe, was das betrifft. Das war natürlich auch nicht optimal. Und dementsprechend ist das natürlich schade. Ja, ansonsten jetzt hier links im Bild die Hundemeisterin, die da patrouilliert. Die willst du gleich wahrscheinlich in einem Schaf setzen oder einfach eine Eiskältefalle kommt. Ansonsten, ja, da ist auch schon die Eiskältefalle. Muss ich nicht mal mehr schieben, perfekt.
Wie gesagt, ich werde hier eh so ein bisschen durchgeboostet, kann man es nennen. Und dann entfluche ich mich mal hier selber. Perfekt. Und ansonsten seht ihr es hier. Guckt euch meine DPS an. 15.000 DPS. Für mehr reicht es nicht. Ein Ashern war nicht ready, weil ich getrollt habe mit den CD. Anscheinend ziehe ich hier kein Einäschern. Macht wahrscheinlich auch keinen Sinn, jetzt nicht nochmal den gleichen Fehler machen wie eben, sondern jetzt wirklich warten. In den nächsten Pull dann Einäschern ziehen ist wahrscheinlich der bessere Play. Mache ich hier auch. Sieht natürlich miserabel aus, was ich hier an DPS nur gedrückt habe. Ich war hinterm Tank bei diesem Pull. Absolut lost. Aber gut, alles okay. Kann man trotzdem noch alles in-time schaffen, auch wenn man minus DPS macht. Dann seht ihr das jetzt hier sogar. Ich mache ein paar Pyros rein in den Splitter von Halkias. Mache hier teilweise einfach Single-Target Rota jetzt auf den. Weil ich so ein bisschen die Schnauze voll habe, dass ich so hart hier am Trollen bin. Und deswegen, ja, weiß ich nicht, ob das der Play ist. Vielleicht ist es sogar der Play. Könnt ihr mir mal gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr da mehr Infos habt. Wie spielt man das hier optimal als Feuermagier? Macht man Single-Target Rota auf den Splitter von Halkias mit Pyroschlägen? Oder macht man einfach Flammenstöße. Was ist hier der beste Play? Ich weiß es nicht wirklich. Ja, jetzt hier kommt auch sehr, sehr viel durch. Sehr, sehr viele Zauber werden hier auch nicht unterbrochen. Entfluchen muss ich mich hier auch nochmal. Ausweichen müssen wir noch. Aber der Schüler von Hakir ist schon ganz gut gestorben. Wahrscheinlich nochmal Hauen kommt ein bisschen hier rein. Der sollte jetzt auf jeden Fall sterben. Deswegen mache ich auch schon wieder hier Pyroschläge. Der muss jetzt hier auf jeden Fall sterben. Ah, oh, die Zeitverschiebung hat mich gut gerettet hier nochmal. Uiuiuiui, das war auch nochmal ordentlich knapp, aber alles gut. Ja, zur DPS wollen wir lieber nicht drüber reden. Sieht absolut miserabel aus. Wie gesagt, lass mich hier so ein bisschen boosten. Das ist schade. Aber so ist das, wenn man so ein Loster-Spieler wie ich ist. Ja, dann töten wir die hier noch. Wunderschön. Leider haben wir jetzt ein bisschen Bad Timing hier. Ich habe nicht gereschiebt, also schon wieder getrollt hier. Hätte ruhig mal reschieben können, wenn ich eh schon kein Damage mache, dann wenigstens das. Da muss man hier kurz warten. Und ja, war ein bisschen Zeitverlust dann auch natürlich. Dann geht's rein in den nächsten Big Pull. Auch hier habe ich wieder keinen Einäschern ready. Das ist schade. 50 Sekunden noch. Dann unterbrechen wir hier den zweiten auf gelb, so wie es ausschaut. Ja, den Fluch der Auslöschung hier. Und ansonsten mache ich hier einfach meine Flammenstöße mit meinen, ja, läppischen 23.000 DPS. Bin hier gerade wieder letzter hinter dem Tank und hinter den Heiler, was die DPS betrifft. Eigentlich schon fast peinlich, wenn wir ehrlich sind. Aber da macht's nichts, so ist das halt. So, ansonsten dann hier nochmal versengen rein. Wunderschön. Und auch hier habe ich wieder Einäschern jetzt letztendlich gespart. Hat sich, glaube ich, nicht mehr gelohnt, da Einäschern nochmal reinzuziehen. Lieber aufheben jetzt für den nächsten Pull. Was auch immer jetzt als nächstes folgen wird. Wahrscheinlich machen wir jetzt hier, wir ziehen den Boss rein in das Pack. Holen jetzt hier noch die treuen Steingeborenen. Hätte man vielleicht auch schon vorher machen können. Auch alles ein bisschen lost hier. Alles so ein bisschen Zeitverlust, aber das ist okay. Da müssen wir noch kurz warten auf die Putt. Okay. Dann pullen wir den und dann wird er gleich hier übernommen vom Ventier Boy. Die beiden werden einfach übernommen. Okay, dann haben wir das jetzt hier soweit. Ja, die wurden übernommen. Perfekt. Von unserem. Von wem wurden die übernommen? Vom Mönch? Vom. Ich weiß nicht genau, wer die übernommen hat. Vielleicht auch unser Hexhaus, glaube ich. Ventier kann auch sein. Ja, auch ein sehr gefährlicher Pull hier auf jeden Fall. Der erste Boss, ganz klar. Hier auch bitte unterbrechen, wenn es geht. Und hier ist auch wieder die Frage, was macht man hier als Feuermagier? Macht man hier einfach Flammenstöße rein oder macht man einfach Single-Target-Damage auf den Boss mit Pyroschlägen und verbreitet dann sein Entzünden auf die Mobs? Ich weiß es nicht wirklich, auf jeden Fall. Ja, der Zerstörungshexenmeister komplett am Eskalieren mit über 100.000 DPS. Ich glaube, er hat auch letztendlich hier die Gargolis übernommen. Ja, ansonsten, ich bin natürlich hier wieder der schlechteste Schadensverursacher, man kennt's. Und auch hier laufe ich jetzt wieder rum. Auch hier muss ich nochmal den Cast abbrechen. Ja, hier habe ich immer richtig Angst, dass ich irgendwie
das Fail. Ich habe ja immer Angst, durchzukassen und mich irgendwo dann hinzublinzeln, was sehr gefährlich hier. Und deswegen bin ich einfach auf Nummer sicher gegangen. Ich mache eh schon minus DPS. Da macht es jetzt auch keinen Unterschied, ob ich jetzt hier noch mehr minus DPS mache. Gefühlt. Und von dem her habe ich einfach da den Cast abgebrochen. War natürlich massiver Damage-Verlust. Und spielst du wahrscheinlich nicht so, wenn du optimal spielst. So, dann schreibt er jetzt hier, dass wir die Kleinen pullen sollen. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, das mache ich dann gleich sogar, weil macht eh kein anderer und ich mache ja eh keinen Schaden. Da kann ich auch das machen und deswegen pull ich die jetzt mal hier, die Smallies. Ich glaube, das geht sich hier aus. Ja, das passt. Und das war doch ein einigermaßen guter Spielzug, würde ich sagen. Da haben wir die Smallies hier rangepullt. Da hat der Clown gepullt, der eh keinen Schaden macht. Damit er wenigstens für irgendwas noch nützlich ist. Perfekt. Ja, dann ist auch gleich schon der erste Boss geschafft. Und der 26er Schlüsselstein sieht ziemlich gut aus. Das Gute ist halt, wie gesagt, wir haben ja die besten Slotklassen dabei. Überlebensjäger und Zerstörungshexenmeister. Und die sind auch gute Spieler. Und machen wirklich richtig guten Schaden. Und das ist einfach schön, mit solchen Spielern zu spielen. Weil du dann schön die Keys in Time schaffst. So, dann finishen wir noch hier die Kleinen. Bisschen spät vielleicht gepult, aber ist okay. Und dann geht's hier nochmal rein in die Machtverschiebung. Ja, wir wollen auf jeden Fall hier nochmal, ja, ein Erscheinen schnell resetten. Und dann unterbrechen wir ihn hier letzte Sekunde, weil der Mönch hat ihn, glaube ich, nicht gekickt. Der hätte ihn, glaube ich, sonst nicht gekickt. Den Fluch entfluchen wir mal schnell uns selbst. Perfekt. Und dann töten wir hier ganz wichtig den das Wo-Relikt. Ich bin ja auch schon wieder am Trollen. Und hab das falsche Relikt im Target. Zum Glück keiner gemerkt, ist nicht aufgefallen. Aber auch hier habe ich wieder massiv reingetrollt. Hab die ganze Zeit das falsche Relikt gehauen. Und ja, zum Glück haben die anderen aufgepasst und mehr Schaden gemacht auf das richtige Relikt, nämlich das Wo-Relikt. Auch da wieder ein absolut miserabler Spielzug. Und was auch noch dazu kommt, schon wieder hier letzter an der DPS hinter dem Tank und hinter dem Heiler. Komplett am Sabotieren hier der Feuermagier in der Gruppe. Komplett lost, was ich hier zusammenspiele. Aber gut. Immer noch alles möglich, das Ganze in Time zu spielen. Ja, dann haben wir jetzt hier auch das Wo-Relikt. Wir haben auch hier nichts gezogen mehr an CDs. Ich will auf jeden Fall dann alles haben für den Boss, würde ich mal behaupten. Und ja, Gesamtdaten habe ich mal kurz reingeguckt. Ihr habt es gesehen, irgendwie, ich glaube, 35.000 DPS. Der SV-Handler, ich bin da irgendwo bei 22.000 DPS, absolut schlecht. Ja, was wir jetzt hier machen, wir warten oder holen da unten den Steingeborenen. Der Hexenmeister pullt den gleich hoch. Beziehungsweise übernimmt den. Ich glaube, er spielt Ventir. Und jetzt schreibt hier der Mönch, dass es sich nicht lohnt, so lange wahrscheinlich zu warten. Gut, ne? Also ich mache hier eh nichts. Ich warte immer gerne. Ich mache hier einfach das, was die wollen. Ich werde hier bestimmt nicht irgendwas pullen oder so als absoluter Clown-DD, der komplett am Reintrollen ist, was DPS betrifft. Und jetzt versuche ich hier den Blutstrom zu baiten. Ist aber nicht auf mich gegangen, sondern auf irgendjemand anderes da vorne in Midi. Und ja, ich gehe hier direkt rein in die Single-Target-Rota. Gehe einfach Full Boss-Damage. Auf die Ads werde ich jetzt nicht wieder viel machen. Den habe ich mal unterbrochen. Lauf hier auch schon wieder aus meiner Rune raus. Stehe nicht in der Rune drinne. Auch schon der Damage-Verlust. Aber unser Hauptjob ist hier wirklich, dass wir den richtigen entfluchen. Wir haben ja auch den richtigen entflucht. Nämlich den Hunter. Ich glaube, er hat einfach seinen Rückzug zu spät gedrückt. Und dadurch ist er gestorben. Es war also, glaube ich, nicht meine Schuld, dass ich da irgendwie zu spät entflucht hatte. Der müsste eigentlich entflucht gewesen sein. Ihr wollt immer den entfluchen, der betroffen ist vom steinzerschmetternden Sprung. Ganz, ganz wichtig. In dem Fall bin ich jetzt selber betroffen, muss hier reinlaufen. Und dann blinzeln wir uns hier einfach raus. Perfekt. Wunderbar. Bin ich sogar mal ganz gut hier dabei in der DPS. Zumindest mal auf dem zweiten Platz hier immer schön den niederträchtigen Blitz unterbrechen, der am weitesten wegsteht quasi vom Boss. Dass die immer rankommen. Und jetzt geht trotzdem ja der ein oder andere Blitz ist durchgegangen, das ist schade. Fluch des Steins kommt ja nochmal wieder auf mich. Jetzt muss ich mich wieder selbst entfluchen, muss hier reinrennen. Dann clearen wir hier diese Wichtel. Perfekt, das habe ich auch perfekt actually gespielt. Wenigstens etwas, wofür ich nützlich bin. Fürs Entfluchen und um die Wichtel wegzumachen. Perfekt.
Unsere DPS sieht auch gar nicht allzu miserabel aus. Ist okay. Kann man machen. Wenigstens etwas hier. Beim Boss, das ist ja sowieso hier so ein bisschen meine Stärke. Da kann ich meine Stärke ausspielen. Hier nochmal den am weitest entfernten in Scheusal rangekickt sozusagen, damit er rankommt. Jetzt müssen wir hier unseren Hexenmeister entfluchen. Und damit er dann seine Taste drücken kann mit dem Circle zurück. Perfekt, habt ihr gesehen. Also das haben wir gut hinbekommen mit den Entfluchen. Haben wir mal die richtigen Targets entflucht. Das erste Mal war ein bisschen bitter, dass da der Hunter gestorben ist. Aber ich glaube, das war einfach, ja, unlucky war das. Ansonsten töten wir jetzt hier den Boss auf entspannt. Fluch des Steins kommt nochmal. Wir müssen nochmal hier den Hexenmeister entfluchen, damit er dann Play machen kann. Oder auch nicht. Er tankt einfach. Hat, glaube ich, seinen Circle nicht wieder ready gehabt. Aber hätte zum Beispiel ein Gate wahrscheinlich stellen können und damit playen können, damit er da nicht getroffen wird. Aber alles gut. Er hat es auch so überlebt. Er ist eh Hexenmeister. Er hat besonders viel HP. Und dann ist zum Glück der zweite Boss auch geschafft. Der zweite Boss ist immer schon gefährlich. Und aber alles gut gegangen. Geht's rein in die nächste Gruppe. Wir machen hier wohl auch keinen Double Pull. Weil anscheinend hat der. Ja, der Jäger hat geschrieben, geh bitte nicht für doppelte Gruppe, also pull nicht beide Gruppen, weil er hat wohl keine Cooldowns. Ist, denke ich, auch ein guter Play auf jeden Fall. Kann man so machen. Dann spielt man lieber ein bisschen auf Nummer sicher und gut ist. Wir haben eh genügend Zeit anscheinend. Und von dem her, ja, ihr seht es ja auch bei dieser DPS, die hier gedrückt wird, sollte das eh passen. Hier nochmal treue Tiere unterbrochen mit Drachenodem. Perfekt. Wunderbar. Jetzt hier nochmal Schnellfeuer, geht ein bisschen in meine Richtung, habe ich einen Tick, glaube ich, abbekommen. Da bitte auch ausweichen oder halt mit Drachenodem unterbinden. Ja, die sterben hier langsam alle weg. Er kitet hier nochmal ein bisschen mit Ring des Friedens, perfekt. Und dann töten wir die hier alle. Fünf Platzen-Stacks ist okay, Massenbannung kommt rein, perfekt. Dafür haben wir einen Priester dabei. Wunderschön. Und bei diesen Gruppen hier mache ich sogar auch mal ein bisschen Schaden, weil diesmal habe ich nicht getrollt. Ich habe immer jedes Mal einen Aschan ready, direkt zum Anfangspull sozusagen. Und dann ist es ja wichtig, dass ihr die Sünden sammeln immer schön unterbrecht. Habe ich jetzt hier mal gemacht. Also die verkommene Sammlerin immer schön unterbrechen, die Sünden sammeln. Die wollen wir auf jeden Fall immer schön unterbrechen. Kommt hier nochmal, unterbreche ich nochmal, konnte ich nochmal unterbrechen, weil ich erst Gegenzauber gedrückt habe, dann Machtverschiebung und Machtverschiebung verringert auch die Abklingzeit von Gegenzauber. Und dadurch konnte ich ihn oder sie quasi zweimal unterbrechen. Lebensentzug kommt hier auch nochmal. Alrighty. Sünden sammeln kommt hier nochmal. Habe ich nochmal unterbrochen. Perfekt. Ich habe nämlich auch das Medium drin, dass, wenn ich einen Zauber erfolgreich unterbreche, dass die Abklingzeit auch nochmal um 5 Sekunden verringert wird von Gegenzauber. Sünden sammeln ist jetzt hier aber zum Ende hin, glaube ich, ein Tick oder so kurz durchgegangen. Das war ein bisschen schade. Aber alles gut. Und ja, dann ist auch das geschafft. Hier nochmal ein paar Gesundheitssteine mitgehen lassen. Wunderschön. Und dann tötet man hier vermutlich, ja, das Relikt VY. Das wollen wir töten. Weil das ist einfach gut, nicht böse, weil der gibt uns Tempo. Und dann beim Boss selbst kann man wahrscheinlich das Relikt Uhr einfach töten. Und dann haben wir einmal einen Tempo-Buff und einmal CD-Reduction. Wunderschön. Und dann geht's hier rein, auch in den Boss. Hier nochmal ausgewichen nebenbei. Und dann kommt jetzt hier Machtsalve, das habe ich mal unterbrochen. Haben alle drei reingekickt, auch okay. Hier habe ich wieder ein bisschen getrollt, was Rota betrifft. Ich habe meinen SKB-Proc einfach auslaufen lassen. Das war nicht gut, sagen wir es mal so. Dann hat hier das Pet unterbrochen vom Hexenmeister. Die Machtsalve, sehr gut. Und jetzt kommt der Uhrzerleger und der Tempo-Buff rein. Sehr, sehr schön. Wunderbar. Einfach köstlich. Ja, die geisterhaften Gemeindemitglieder müsst ihr mal schön einfangen hier in das Anima-Gefäß. Man kennt's. Und dann ist es wichtig, die Machtsalve immer schön zu unterbrechen. Die ist jetzt leider durchgekommen. Mein Kick war leider noch nicht ganz ready. Also meine Schuld war das vermutlich nicht. Ja, ansonsten ist unsere DPS natürlich hier trotzdem
miserabel und beim Hexenmeister kann man nicht mit, wobei der Hexenmeister wahrscheinlich auch wieder hier die zwei Boys übernommen hat. Und was ihr übrigens hier noch machen könnt, ihr könnt zwei Bodenflächen übereinander stapeln tatsächlich. Also als Magier zumindest und erst dann rausblinzeln. Das könnt ihr noch machen als Magier, wenn sie Anima-Brunnen macht. Dann können wir diese Bodenflächen und ihr könnt wirklich warten, bis zwei Flächen unter euch spawnen. Das geht sich aus von der Zeit her. Die schlagen wirklich erst spät ein. Ansonsten haben wir hier ganz gute DPS vermutlich hoffentlich gemacht. Wobei, ja, 16.000 DPS, weiß jetzt nicht, ob das so gut ist. Der Survival Hunter hat uns hier nochmal überholt. Ganz knapp hat er mich hier geschlagen. Um 1000 Schaden oder so wahrscheinlich. Oder 100.000 Schaden, keine Ahnung. Dann haben wir noch über 11 Minuten Zeit. Mehr als genug Zeit. Wir haben so viel Schaden. Der Hexenmeister zerstört einfach alles. Der Überlebenssieger auch. Und dementsprechend, ja, geht jetzt hier nochmal rein in die geisterhaften Seelen. Die leben natürlich auch immer ziemlich lange. Ja, aber der Tank tankt das hier zumindest ganz gut. So dass wir hier richtig schön rein AOEen können. Gefühlt bin ich aber irgendwie der Einzige, der hier links Schaden macht. Ja, ne? Die sterben auch ziemlich langsam alle hier. Ich bin hier gerade sogar auch Erster in der DPS. Das ist erstaunlich selten der Fall, aber ich droppe jetzt natürlich massiv runter, weil jetzt mache ich nicht mehr so viel Schaden. Und ich versuche mal nochmal da hinten die geisterhafte Seele zu töten. Macht da auch jetzt Single-Target drauf, Pyroschläge. Aber hinter uns sind auch noch sehr, sehr viele geisterhafte Seelen da. Also alles ein bisschen lost. Der Boss ist schon auf 77% HP. Unser Hexenmeister ist ja auch gestorben. Da ich gesehen habe, der Jäger geht hier auf die Ads, aber mittlerweile macht es eh keinen Sinn mehr, auf die zu gehen. Wurden eh schon hops genommen. Und ja, der Boss hat sich auch wieder hochgeheilt. Also das war nicht optimal gespielt hier. Dieser Mini-Boss-Kampf. Weiß nicht genau, was da los war. Schade, ne? Machst du nix. Ist halt so. Ja, ansonsten töten wir jetzt einfach hier den Inquisitor-Sieger. Der lebt natürlich auch ziemlich lange. Wie gesagt, wir haben auch verstärkt aktiv. Da ist auch nochmal gebufft. Und das dauert hier immer schon so ein bisschen, dieser Mini-Boss. Hexenmeister ist mittlerweile aber auch wieder da. Und das wird, denke ich, alles noch schief gehen hier. Es dauert natürlich jetzt ewig lange hier, bis der tot ist. Die Frage ist jetzt, die man sich hier auch nochmal stellen muss, zieht man hier nochmal eine Einäscherung rein? In 5 Sekunden ist nämlich die nächste Einäscherung ready und ich glaube, ich entscheide mich dafür. Weil das ist schon wichtig und richtig. Da bittet der Boy auch nochmal um einen Intelligenz-Buff. Unser Hexenmeister habe ich auch mal direkt den Intelligenz-Buff gegönnt. Mache ich doch gerne. Ich bin sowieso hier die Support-Klasse in diesem Run geführt, weil ich absolut die ganze Zeit Minus-DPS mache. Ja, ansonsten töten wir ihn jetzt hier. Und hoffen wir einfach, dass ein Ashan dann wieder ready ist zum Boss-Beginn. Aber das sollte, denke ich, einigermaßen passen. Ein boshafter Blitz hier nochmal letzte Sekunde unterbrochen, weil wir es einfach können. Und ja, in 20 Sekunden kommt ein Erschein wieder ready. Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt, da nochmal ein Erschein reinzuziehen. Das geht sich aus vom Timing her. Und dann sind wir beim letzten Boss, den obersten Kämmerer. Ja, und hier kann man eigentlich gar nicht mehr sterben, außer halt am telekinetischen Wurf. Da muss man immer schön ausweichen, aber ansonsten ist dieser Boss relativ leicht, vor allem, weil wir auch verstärkt aktiv haben und nicht tyrannisch. Und ja, aus dem Weg, da bitte ausweichen, meine Freunde. Entfesseltes Leid müssen wir auch ausweichen. Und nicht im Smash bzw. Kraftschmettern stehen vom Urzerleger. Perfekt ausgewichen hier vom Jäger, schön gemacht. Und hier habe ich nochmal einen kleinen Lag, das war wirklich sehr, sehr komisch. Da war ich schon leicht am Ragen, dass ich jetzt hier nochmal einen Lag habe und ja, das wäre wirklich bitter gewesen, wenn ich da irgendwie ein DC hätte. Weil mein Internet auf einmal hops gegangen wäre, aber zum Glück war es nur ein kleiner Lag und auch nicht irgendwie im falschen Moment oder so. Nochmal Glück gehabt, hatte schon Angst, dass jetzt mein Internet da weg ist, aber gut. So, Ritual des Kummers kommt, keine Ahnung, ich stelle mich einfach mal da rein, weiß gar nicht, wer hier oder ob hier irgendwer soakt. Deswegen, ja, Zeitverschwimmung hier gezogen. Holy shit, das tut gut weh. Und vielleicht hätte ich sogar Eisblocken sollen. Ich habe dann hier auch sogar geeisblockt.
Ein Tick ist sogar noch durchgegangen. Das ist ein bisschen bitter. Aber gut. Ja, den nächsten zog ich dann aber wahrscheinlich auf jeden Fall nicht, weil Eisblock ist auch schon raus. Weil ich habe gesehen, das überlebe ich wohl doch nicht, nur mit Zeitverschiebung. Das ist sonst zu viel Schaden. Und deswegen bin ich da auf Nummer sicher gegangen und habe einfach geblockt. Ja, telekinetischer Wurf, wie gesagt, eigentlich die gefährlichste Mechanik hier bei dem Boss. Weil die one-shottet euch halt, da dürft ihr euch auf gar keinen Fall treffen lassen von. Ansonsten jetzt bei 40% gewinnt das nächste Mal das Schattentor. Und auch hier müssen wir wieder soaken gehen. Aber ich soake, glaube ich, das mal nicht. Da hoffen wir einfach drauf, dass die anderen soaken. Und ich stelle mich einfach hier draußen hin und hoffe einfach, ja genau, der Priester soakt, der Jäger soakt, der Tank soakt, glaube ich, auch was. Ja, drei Leute soaken. Dann geht es hier ordentlich rein in die DPS, geht es nochmal rein in die Rota. Und vielleicht schaffen wir hier sogar mal den ersten Platz. Das wäre doch mal ein Erfolg gegen diese God-Gamer von DD-Leuten, mal den ersten Platz hier zu erreichen. Und es sieht gerade auch ganz gut aus, wobei ich hier mir ein enges Rennen liefere mit den Zerstörungshexmeister. Man muss natürlich auch dazu sagen, ich glaube, der Zerstörungshexmeister bekommt die ganze Zeit auch PI, also Power Infusion. Aber ja, es sieht hier ganz gut aus. Ganz knapp bin ich hier vor ihm. Oh nee, jetzt hat er mich wieder überholt. Jetzt, ja, es springt sogar so ein bisschen hinterher. Jetzt hat er mich wieder überholt. Jetzt habe ich ihn wieder überholt. Jetzt ist er wieder vorne. Jetzt kann ich aber nochmal hier den SKB-Proc raushauen. Und ich glaube, das wird mir den ersten Platz geben. Letztendlich, ja, wir sind auf dem ersten Platz gewesen. Zumindest beim letzten Boss. Aber die Overall-DPS sieht natürlich ganz anders aus. Guckt euch die Overall-DPS an. 34,2k DPS vom Zerstörungshexenmeister. 26,2k DPS vom Überlebensjäger. Und 20,3k DPS weit abgeschlagen. Ich als Feuermagier komplett getrollt. Und dementsprechend bedanke ich mich auch für den Boost direkt. Ja, würde sagen, wenn es euch trotzdem gefallen hat, dürft ihr ja noch ein Like da lassen. Wenn nicht, dann nicht. Bedankt fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.